Hi oder moin moin, ich bin Dominik und seit dem Ende meines Studiums arbeite ich in der Softwareentwicklung und in dem Zusammenhang habe ich mich mit RSA-Verschlüsselung auseinandergesetzt und habe euch was mitgebracht zwischen Android, iOS und Java. Schauen wir mal. Fail till success oder vielleicht sollten wir fatal until success das Ganze nennen. Wenn wir hier nicht durchkommen, dann brauchen wir es nicht weiter benutzen. Denn eine halbe Security hilft uns nicht. Ich möchte erst ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Die folgenden Grundlagen sehe ich als ein bisschen Voraussetzungen, und zwar die Unterscheidung zwischen symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung. Ich denke aber, dass ich flach genug bleibe, dass das alles funktioniert. Und in dem Zusammenhang RSA, der River REST Charmier Adleman, ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Und dementsprechend haben wir einen Public-Private Key, also zwei Keys, mit denen wir arbeiten. Ansonsten, es handelt sich um eine Geschichte im Softwareentwicklungsprozess. Also ich werde nicht allzu viel Programmiercode zeigen, aber ein klein wenig. Mathematische Tiefe werden wir wahrscheinlich eher vermissen. Logikgatter, Bitflipping etc. Das lassen wir heute einfach mal weg. Und Taschenrechner werden nicht benötigt. Voraussichtlich. Eine weitere Sache, Disclaimer. Hier waren mehrere Personen beteiligt. Ja, dementsprechend habe ich euch ein Papagei mitgebracht, beziehungsweise im Laufe des Vortrags mehrere. Für Emotionen, für Kollegen, mit denen man sich bespricht. Und ich habe euch noch eine Gummiente mitgebracht für Rubber Duck Developing. Wenn wir also nicht mehr weiterkommen, erklären wir mal ein bisschen das Problem und manchmal löst sich das dann von alleine. Ansonsten haben wir eine klassische inkrementelle Entwicklung. Wir programmieren unter Annahmen, laufen gegen Fehler, finden Lösungen und machen das in der Schleife, bis das Ganze irgendwie funktioniert und jemand im Code Review sagt, dass das alles noch nicht so schön aussieht, wie es könnte. Also ganz professionell. Ansonsten, hier ist wirklich der Fokus auf RSA. Wir lassen die elliptischen Kurven komplett raus. Sie sind out of scope, wollen wir uns heute nicht mit beschäftigen. Des Weiteren, wenn wir Programmiercode sehen, ist der für den Vortrag aufbereitet. Das Ziel ist Verständlichkeit und nicht, dass es die Superschönheit ist, so wie man sie hinterher auch weiter nach draußen bringen würde. Und die Bilder sind letztendlich mit Delly generiert. Wenn ihr aus diesem Vortrag irgendwas mitnehmt, nutzt gut dokumentierte Crypto-Libraries oder Don't roll your own crypto. Ansonsten, Setting. Was machen wir? Wir gehen davon aus, eine größere Freundesgruppe möchte sich regelmäßig verabreden. Alle Beteiligten besitzen mobile Endgeräte, iOS, Android. Die Termine werden aus Gründen von einem Individuum festgelegt und die äußeren Umstände verlangen, dass die Termine auf einem einzelnen Server abgelegt werden und die mobilen Endgeräte holen diese Termine, also quasi den Klartext, von diesem Gerät ab. Das ist das, was wir sicher transportieren wollen. Die Termine sollen nicht frei im Internet rumschwirren. Die Freunde sind ansonsten programmieraffin und mögen ihre mobilen Apps in ihrem eigenen Style. Also es kann schon mal sein, dass sie die des anderen Kollegen nicht mögen oder lieber in Rot statt in Grün haben wollen. Und so programmieren sie gegen die Schnittstelle, die wir zur bereitstellen. Und es kann sein, dass wir mehrere Apps haben unter Android oder iOS. Zuletzt, wir vernachlässigen bewusst Authentifizierung und Autorisierung. Das ist hier erstmal nicht weiter im Fokus. So, Aufbau des Systems. Was können wir denn da, wie können wir uns das Ganze vorstellen? Zuerst kreieren wir ein Schlüsselpaar, ne, sowohl bei iOS, Android. Und das soll dann über die Leitung gehen. Also zumindest der Public Key, der Private in schwarz bleibt bei uns.
Und der ist weiterhin ja verdeckt quasi. Auf der anderen Seite steht ein Java-Service, der verschlüsselt Payload, Klartext und mit dem Public Key. Und wenn das geschehen ist, haben wir einen Ciphertext. Der geht wieder zurück über die Leitung. Und letztendlich mit dem Private Key können wir das Ganze wieder entschlüsseln. Durch den Vortrag hindurch werden die Public Keys unterstrichen sein und die Private Keys fett markiert. Der Ciphertext ist verschlüsselt und deshalb durchgestrichen und etwas schwerer lesbar. Ja. Jetzt kommt die Frage so, das, was wir uns da gerade vorstellen, ist das miteinander kompatibel? Naja, RSA-Verschlüsselung gibt es schon ein bisschen länger, seit 1977, haben wir Hoffnung. Und der Java, für Java selbst gibt es eine schöne Library, JavaX Crypto, können wir benutzen. Bei Android geht das genauso. Allerdings wollen wir die Keys nicht unbedingt zack auf unsere Platte schreiben und dann liegen die da ungeschützt rum und irgendwelche anderen Apps könnten genauso drauf zugreifen, wie wenn man Fotos einer App bereitstellt. Deshalb schauen wir Android Key Store. Das wäre doch eine schöne Sache, den gibt es seit dem API Level 18. Man erinnert sich, Jelly Bean 2013, ist schon ein bisschen was her. Kriegen wir damit die meisten Android-Geräte, die gerade so rumschwirren, abgedeckt? Jawohl, 99%. Super gut. Das ist schon mal eine schöne Sache. Wie sieht es bei iOS aus? Ja, kann das auch. Die Dokumentation alter Funktionen verfällt. Klassische Deprecation. Und ein Nachhalten der Funktionalität ist schwierig. Alles in allem können wir sagen, passt. Gibt richtig schönen Daumen nach oben, wobei er hat noch einen kleinen Knick. Es könnte sein, dass wir da vielleicht noch mal nachschärfen müssen, wie gut der Daumen da nach oben geht. Zuerst wollen wir uns aber um Performance kümmern. Wir wollen ja, dass die Nachrichten schnell bei uns ankommen. Also wie sieht es mit der Performance von RSA aus bei verschiedenen Schlüssellängen? Wir befinden uns noch vor der Entwicklung und deshalb suchen wir nach einer Näherung. Ja, was gibt's denn da? Wir machen ein bisschen Programmiermagic, also kurz, wir gehen in die Shell, in den Terminal, geben einmal OpenSSL-Speed ein mit verschiedenen Schlüssellängen, 1024, 2048, 4096. Was dann passiert, für alle drei Schlüssellängen wird einmal etwas signiert und danach geprüft, ob diese Signatur passt. Jeweils werden für die drei Durchgänge mit beiden Richtungen 10 Sekunden dem System gegeben. Und am Ende kommt raus, wie viele Signaturen pro Sekunde geschafft wurden. Wenn wir uns das also in einer schönen Grafik angucken, sehen wir auf der rechten Seite, dass eine Schlüssellänge, ne, der linke Balken von 1024, da kriegen wir innerhalb der 10 Sekunden sehr viele Signaturen bzw. Verifies pro Sekunde hin. Und wenn die Schlüssellängen länger werden, ja, dauert es bedeutend länger, das Ganze durchzuführen. Wir können ganz grob abschätzen, nur durch eine Verdoppelung der Schlüssellänge sind wir noch nicht mal die Hälfte an Geschwindigkeit, sondern weniger. Es ist also richtig teuer, wenn wir lange Schlüssellängen benutzen. Das ist das, was wir hier mitnehmen wollen. Es ist teuer, lange Schlüssellängen zu benutzen. Dann schauen wir auf die andere Seite, ein bisschen Dokumentation lesen. Was ist denn notwendig, wenn wir das sicher gestalten wollen? Das BSI sagt, übergangsweise bleibt eine Schlüssellänge von größer 2000 Bits für RSA-Schlüssel bis Ende 23 konform. Ab 2024 sind größer 3000 Bits verbindlich. Oh, okay, wenn wir das jetzt gerade implementieren, dann wollen wir ja konform sein und zwar auch über den Ende des Jahres 2023 hinaus. Also sind wir mal generös und werden im Nachgang einfach mit 4096 arbeiten. Oh, schauen wir mal.
Wie sieht es denn bei den gegebenen Systemen aus? Wir machen 4096, schauen uns die Dokumentation an und Android sagt ja explizit, 2048 schaffen wir. Und mehr geht auch, aber sagen wir nicht so explizit. Das Gleiche ist bei iOS. Ich gebe zu, ich war etwas verdutzt, dass das BSI hier die Avantgarde in der Hinsicht darstellt. Aber ich bin froh, dass das so ist. Und dann können wir einfach weiter marschieren. Also Vorgehen im Java Microservice. Wir sind also auf der rechten Seite des Systems. Wir schreiben einen Test. Wir erstellen ein Schlüsselpaar, verschlüsseln das Ganze und entschlüsseln. Also Achtung, Code. Sehen wir hier ein bisschen was. Und das geht mir in erster Linie um die obere Hälfte. Da haben wir so ein paar Zeilen. Und unten drunter gibt es ganz viel, was daneben gehen kann. Es geht gar nicht darum, was so kaputt geht, aber es geht darum, da kann ganz schön viel schief gehen. Also offizielle Crypto-Libraries benutzen. Aber alles in allem, das funktioniert. Und juhu, ja, Microservice haben wir abgehakt, ne? Top. Also, in der Gesamtsicht haben wir hier schon mal einen Haken hinter. Das ist richtig schön. Und es geht weiter mit dem Senden des Public Keys und dem Empfang des Ciphertext. Wie machen wir das? Gängige Praxis kommt jetzt gleich. Wir haben ja den Public Key generiert. Der ist ein Array aus Bits. Und könnte dann so aussehen. Das ist jetzt nicht so gut lesbar. Und wenn wir das mal rauskopieren, vergleichen wollen in irgendeinem String-Matcher, solange wir noch in der Entwicklungsumgebung, also im Entwicklungskontext sind, kann das zu Problemen führen. Also können wir das Ganze auch Base64 encoden und damit besser weiterarbeiten. Also wenn wir wirklich mal Fragen haben, was wir gerade so sehen oder nicht sehen, damit können wir kriegen wir mit, ob das, was wir bei iOS oder Android losgeschickt haben, auch genauso im Microservice angekommen ist. Ja, senden Public Keys und abholen der Payload. Base64 kodiert. Vorgehen unter Android. Senden des Public Keys. Da haben wir das 500x509 Format. Also ist ein Standard für digitale Zertifikate. Auch Base64 kodiert. Check und Abholung des Ciphertext genauso. Fair- und Entschlüsselung bleiben Java-basiert. Android läuft unter Java. Dementsprechend keine Überraschung. Puja. Wir können hier also schön unsere Haken dran setzen. Yippie! Ja, und nun kommen wir zu Swift. Swift ist die Sprache, die in iOS benutzt wird. Zumindest in den Systemen, die wir jetzt gebaut haben. Ich kenne bisher VBA, Pascal, Lotus Notes, bin vornehmlich unter Java unterwegs, bisschen JavaScript und was einem sonst so vor die Füße fällt, mal C-Sharp, mal dies, mal das. Also, wir kennen das schon, ne? Vorgehen im Swift iOS Device, Schlüssel erstellen, verschlüsseln, entschlüsseln und ja, dann wird das schon gehen, ne? Ja gut, wir müssen ein bisschen mit dem iOS Keystore kämpfen. Aber warum? Ja, den gibt's nur zur Laufzeit. Also, wenn wir einen Unit-Test schreiben, können wir den nicht nutzen. Ein bisschen schade so, weil den brauchen wir ja zur Laufzeit. Ich würde gerne einen Unit-Test schreiben, der genauso funktioniert, wie das in der Laufzeit auch gemacht wird. Aber da kann man ein bisschen tricksen und einfach in seine Hauptmethode genauso einen Test einmal einbauen und gucken, ob das da auch funktioniert, wenn man den Keystore mitbenutzt. Aber ja, alles in allem ganz schick. Ist die Frage, war es das schon? Bisschen einfach, ne? Puh, sagte ich Mathe, beziehungsweise kein Mathe. Ich sagte, wir brauchen voraussichtlich keinen Taschenrechner. Ja, aber wir müssen uns vielleicht trotzdem mal angucken, wie sieht denn so ein Key aus? So ein Public Key beziehungsweise Private Key, beide bestehen aus zwei essentiellen Teilen, dem Modulus und dem Exponenten.
Das genau so weit, ne? Das reicht, können wir so stehen lassen, die brauchen wir. Das behalten wir im Hinterkopf. Also, Vorgehen unter iOS, schauen wir uns an. Wieder Schlüssel im X509-Format, Base64 kodiert. Abholung Ciphertext, Base64. Easy. Let's go. So, jetzt die große Frage. Wir haben einen iOS-generierten Schlüssel und einen unter Java. Seht ihr was? Ja, wir haben hier informiertes Publikum, ne? Ganz klar. Sehen wir alle. Algorithmus RSA geschenkt. Ja, reden wir ja auch gerade drüber. Format X509 ist ein ASN1-Dump. Top. Ja, klar. Der Kryptogott möge mich schelten. Ich sehe das auch nicht. Ja, es ist zwar drin, aber alles, was ich da sehe, ist, ja, ist halt Base64 kodiert, ne? Wenn da irgendwie ein paar Zeichen daneben wären und der Schlüssel ist kaputt, würde ich gar nicht mitbekommen. Naja, leider. Im Java-Service Invalid Keys Back Exception. Schade, so geht das leider nicht. Oder in anderen Worten, Java sagt nein. Wir müssen noch einen Umweg gehen. Zwischenstopp. Der PEM Key Container. Ich gehe davon aus, einige haben das schon mal gesehen. Wir haben in der Theorie einen Header und einen Footer und in der Mitte ist der Base64 enkodierte Key. Also in dem Fall eine besondere Art PKCS1. Und in der Praxis sieht das dann so aus. Wir haben im Header und Footer den RSA Public Key drin stehen. Zumeist wird das Ganze als Datei abgelegt, um sich dann an verschiedenen Systemen zu authentifizieren. Und wir haben halt dieses Etikett RSA Public Key dran. Wenn wir also einfach mal in unserem System uns Dateien ansehen, dann können wir als Mensch sehen, ah okay, RSA Public Key, den darf ich rausgeben. Wenn da dann der Private Key dran steht, dann mache ich das lieber nicht. Also das Etikett bleibt über Header und Footer menschenlesbar. In dem Fall eben RSA Public Key. Das ist das, was iOS tut. Auf der anderen Seite haben wir Subject Public Key Info, SPKI. Es enthält ein Public Key inklusive der Metainformationen. Also das automatische Erkennen des Key-Formats ist möglich und von der Intention, dass eine menschliche Interaktion vielleicht nicht so angedacht ist. Schmeißen wir unseren Key mal in einen PEM-Parser rein. Also irgendeinen, gibt es verschiedene Webseiten im Internet, da kann man das einfach tun. Und wenn wir RSA Public Key in Header und Footer mit reinschreiben, dann steht dahinter Algo RSA. Okay, Format X509, ISN1-Dump. Da ist ein Modulus drin, da ist ein Exponent drin. Ja, ist doch schön. Können wir mitarbeiten. Ja, was ist, wenn wir das RSA weglassen? Ja, also das, was gerade rot markiert ist. Java erwartet nun die Information innerhalb des Base64 kodierten Public Keys. Ja, also der Kryptogott ist wütend. Sowas tut man nicht. In dem Moment schlägt das Ganze fehl, weil diese Metainformation ist nicht da. Also wir kriegen eine Parsing-Exception, fällt hin und irgendwas mit ASN1 Integer, was könnte das sein? Ja, Modulus und Exponent können nicht ausgelesen werden. Wie ist der Zwischenstand? Wir haben das Kreieren des Public Key, des Key-Paares auf iOS und in iOS auf dem Device. Wir können das Ganze über das Netz senden, aber das Verschlüsseln funktioniert nicht. Der Key ist ja in Anführungsstrichen falsch. Wir haben also die Hürde inkompatible Keys. Ja, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir könnten das Ganze im Microservice transformieren. Wir können das Ganze aber auch unter iOS und Swift transformieren. Hauptsache Standard Library. Das wäre schön. Ja, gibt's nicht. Und da auch nicht. Das ist nicht schön. Also müssen wir uns überlegen, eine andere Library zu verwenden. Gibt's da irgendwas?
So, unter iOS, externe Libraries, ja, da war nicht so viel Schönes dabei. Also da wurde uns, da wird so angeboten, hey, wir bauen dir den Private und den Public Key. Ist doch super, oder? Kriegst du gleich beides von uns. Ja, ich habe da Fragen. Hinterher geht der Private Key in irgendwelche Richtungen und ich krieg das gar nicht mit. Ist doch nicht schön. Und letztendlich, wenn wir Kollegen haben, die das Ganze selber bauen und eine dieser Libraries, die dann verwendet werden, ja, fällt mal um, hat eine Vulnerability oder ähnliches, dann kriegen wir das ja gar nicht mit. Wir können das gar nicht richtig fixen. Dementsprechend schauen wir, ob wir das selbst bei uns im Microservice bei Java reinkriegen. Aber wenn wir das tun, ist die Nutzung kritisch? Und wenn ja, was wählen wir denn aus? Also, Kritikalitätseinschätzung. Eine externe Library schaut sich unseren Public Key an. Ja, Public Key ist erstmal dafür da, dass er überhaupt rauskommt, aber ja, schauen wir mal. Ei, wenn der angeguckt wird, was könnte da so passieren? Public Key, wir benutzen den an dieser Stelle nur für Verschlüsselung. Das bedeutet, der wird nicht zum Entschlüsseln benutzt. Wenn er irgendwie wegkommt, ist es nicht so schlimm, weil der wird ja nicht benutzt, um etwas, was vom Private Key des Devices kommt, wieder zu entschlüsseln. Also soweit so gut. Dann die Erstellung des Public Keys erfolgt auf einem anderen System. Das heißt, die Library hat keine Einsicht in die Schlüsselerstellung und Private und Public Key sind sogar physisch getrennt. Und zuletzt, die Library kommt den Payload, oder also den Klartext, nicht zu sehen. Also erstmal gut. Und was wählen wir jetzt aus? Na, selber schreiben, keine Kernkompetenz. Ne? Bitte nicht. Don't roll your own crypto. Sehr gut. Ansonsten, wir hatten das gerade in der Exception, die wir gesehen haben. Da stand sowas von Bouncy Castle. Wir haben uns einige Libraries angesehen und die sieht gut aus. Ja, die kommt von einer australischen Non-Profit-Organisation und läuft über Spendensupport, Workshops etc. Hat die MIT-Lizenz für das, was sie anbietet. Gibt es schon seit mehr als 20 Jahren und das letzte Update ist jetzt auch nicht so lange her. Ja, das kann man machen. Ansonsten, wenn man auf verschiedensten Plattformen unterwegs ist, gilt das ein bisschen als der One-Stop-Shop. Also wenn du irgendwas in der Richtung benötigst, ist das auf jeden Fall eine gute Adresse. Ja, geht das noch genauer? Ein ganz kurzer Blick. Dinge, die Bouncy Castle verspricht, da sind ASN1-Objekte dabei, X509-Zertifikate etc. RFCs wird gefolgt, also Requests for Commons, also Internet Engineering Task Force. Wir können also sagen, gemessen an unserer Kritikalitätseinschätzung, das scheint okay. Niemals ein Garant für, das ist in 5 Jahren immer noch so gut, aber für den Moment ist das in Ordnung. Ja, Zwischenstand. Wir können verschlüsseln. Das ist schön. Empfang des Ciphertext auf dem Gerät, klar. Und insofern klicken und entschlüsseln. Noch zum Transformieren des Keys. So. Warum ist das hier ein wenig? Ah ja, doch, korrekt. Tut mir leid. Ja, nur noch klicken und entschlüsseln. Der Private Key entschlüsselt nicht. Ist ja blöd. Sind wir den ganzen Weg gegangen und was ist da los? Wir haben Unit-Tests geschrieben in iOS. Einmal direkt, also ohne den iOS Key Store. Und zur Laufzeit genauso indirekt. Also mit iOS Key Store, wir schreiben den Key rein, holen ihn wieder raus. Es funktioniert. Wir haben das Ganze mit Bouncy Castle übertragen. Den Algorithmus RSA, Format X509, Modulus Exponent übertragen. Auch hier nochmal ein bisschen Code. Wir haben vorher Base64, hinterher Base64. Und wir nehmen aus diesem Byte-Array
Also das sehen wir oben links in der Ecke, das Byte Array. Und dann gibt es die ASN1-Sequenz. Da holen wir Modulus und Exponent raus. Wir erinnern uns, es hat etwas gefehlt, nämlich die Metainformationen. Jetzt fangen wir an, das Ganze nochmal neu zusammenzubauen. Also RSA Public Key Spec, packen da den Modulus rein, den Exponenten und dann hinterher mit dort in RSA zu sehen, kleben wir quasi noch dran, dass wir gerne RSA machen wollen. Am Ende wird das Ganze in ein Java Security Public Key umgewandelt. Ja, und im Java-Service verschlüsselt es ohne Komplikation. Also, was ist da los? RSA Decrypt Wrong Input Error -27. Ja, es gibt eine Fehlermeldung. Das ist ja schon mal schön. Also richtig toll. -27. Ja, die Fehlermeldung ist allgemein. Können damit irgendwie nicht viel anfangen. Wenn wir die App neu starten, also wir arbeiten mit der gleichen VM, der gleichen virtuellen Maschine, kriegen wir auch den gleichen Fehler. Hilft nicht so recht. Aber wenn wir die virtuelle Maschine, also die des Devices, da wo die iOS-App in unserem Emulator drin läuft, wenn wir die wegschmeißen, gibt es einen einmaligen Erfolg. Ja, Folgeversuche, Fehlanzeige. Ja, Sherlock. Brauchen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel, ne? Hier auch zu sehen, wir bauen uns einen Schlüssel zusammen. Die Details sind hier jetzt gerade nicht so wichtig. Und oben haben wir einen Tag, einen Marker. Ein sehr langer Keystore-Alias, um Überschneidungen zu verhindern. Also, wir möchten gerne, dass wir keine Überschneidungen haben mit anderen Apps, die sich auf dem Gerät befinden und zufällig auch in unseren Keystore Keys reinschreiben wollen und irgendwie die gleiche Benamung benutzen oder ähnliches. Also, okay, wir gehen davon aus, wir haben nur eine App, während wir hier testen. Also daran soll es ja wohl nicht liegen. Also Keystore-Marker. Naja, aber wir haben halt nicht daran gedacht, dass das, was wir hier an Überschreiben, an Überschneidung haben, dass da nicht überschrieben wird. Das Ganze ist ein Dictionary, da wird hinzugefügt. Das heißt, wenn wir nicht die Keys löschen, die von den letzten 5 Versuchen drin waren, dann kann es sein, dass wir beim Entschlüsseln einen falschen Private Key rausholen. Und dann kriegen wir halt die -27. Wie so oft. Es steht in der Dokumentation. Be sure that you don't generate multiple identical tagged keys. Ja, super. Ja, das war eine kleine Side-Note in der Dokumentation. Aber letztendlich haben wir es hinbekommen. Cool. In dem Sinn, geschafft. Wir haben Android, iOS, Microservice, alles hinbekommen. Und ja, wir können endlich eine Happy Parrot Rubber Duck Party veranstalten. Es bleibt. Danke für euer Interesse und bis demnächst.